Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Bald kommt wieder die Weihnachtszeit, in der besonders viel genascht wird. Nichts kündet den Nikolaus und die damit verbundene Adventszeit besser an als der Gritti Benz. Doch wo finden wir den Ursprung von diesem Teigmännchen? Im Mittelalter war die Adventszeit noch die Fastenzeit. Fleisch und Alkohol waren daher verboten. Aber Süßigkeiten waren erlaubt. Und so hat man sich damit getröstet. In der Deutschschweiz wird schon im November mit der Nascherei begonnen. Dieses Teigmännchen, das viele Namen trägt, nennen wir den Gritti Benz. In den meisten Fällen wird ein gesüßter Hefeteig verwendet. Zum Verzieren nimmt man dazu Haselnüsse, Mandeln oder bei uns Rosinen. Je nach Ort erhält dieses süße Kerlchen eine Rute, eine Tonpfeife oder einen Bischofsstab. Manche Leute tun sich schwer, dem Gritti Benz einen Arm oder ein Bein abzureißen. Denn er ist schon ein kleiner Prachtkerl aus dem Ofen. Die Leute tun sich schwer, weil sie beim Vernaschen einen taktischen Fehler begehen. Ihr müsst nur mit dem Kopf starten. Dann kann er euch nicht mehr zusehen, wenn ihr ihn vernascht. Tschüss!